Rohfisch. Fisch. Fisch im Morgennebel. Komm, Action, haut ruf. Raus aus dem Schlafsack und gib ihm eine. Petri, heil. Petri, dank. Ist der Schlafanzug-Pulli schön eingesaut. Ein schöner Wecker am Morgen. Und dann schicken zurück in die Jagdgründe, Floriana. Petri. Und Abmarsch. Zack, zack. Bang, bang, dort hängen. Petri. Petri, dank. Und dieser Wels ist der Vorbote von einer krassen Änderung jetzt hier am Fluss. Wir haben die ganze Nacht Regen gehabt, haben auf dem Handy die Pegel-App mitverfolgt und bekommen jetzt mal einen richtigen Wasserschub. Da werden 1, 2, vielleicht auch 3 Meter Wasser jetzt auf uns zurauschen in den nächsten Tagen. Das wird auf jeden Fall spannend. Es wird auf jeden Fall abenteuerlich. Aber eins steht fest, wir müssen unseren Angelplatz, diese flache Sandbank im Hintergrund, jetzt definitiv verlassen. Wir müssen im Morgennebel jetzt alles möglichst schnell zusammenpacken. Da kam dieser Wallerwecker wirklich sehr willkommen. Raus aus den Federn, einpacken. Ja, und dann geht's auf zur neuen Platzsuche. Wir nehmen euch mit. Was tun, wenn das Wasser schnell auf einen zurast? Wie sehen die Montagen aus? Welche Plätze finden wir? Abfahrt, los geht's. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Definitiv ist das flache Angeln auf der Sandbank jetzt erstmal Geschichte. Denn mindestens 2 Meter Wasser rollen jetzt auf uns zu. Und in 2, 3 Tagen haben wir nochmal richtig eine starke Regenfront drin. Vielleicht kommt da sogar noch mehr. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich bei der Platzwahl drauf achten, hoch genug aufzubauen, aber dennoch auch einen Platz zu haben, wo wir sehr gut bei den jetzt steigenden Wasserverhältnissen unsere Montagen anbieten können. Überall kommt jetzt schon Holz den Fluss runter. Das sind definitiv erst die Vorboten. Da kommt noch richtig, richtig Zeug jetzt im Fluss runter. Und da ist natürlich Vorsicht geboten, in erster Linie bei der Platzwahl. Denn falsch ausgewählter Platz jetzt, wird definitiv unsere Montagen in Windeseile zerstören. Wir nehmen euch mit, seid gespannt, Abfahrt. Go hard! Ich weiß es nicht, ob ihr euch noch an die Wasserfarbe vor einigen Stunden erinnern könnt, wo wir heute früh im Morgengrauen im Nebel den kleineren Wels gefangen haben. Wir fahren jetzt gerade der Welle, dem Hochwasser entgegen. Schaut jetzt mal hier rein. Das Wasser beginnt sich jetzt einzutrüben, wird jetzt dreckig, wird jetzt braun. Der richtige Anstieg kommt jetzt auf uns zu. Wir haben ein Ufer gefunden, was ufernah sehr dreckfrei läuft, durch eine Kurve im Fluss. Ja, aber ist halt kein einfacher Angelplatz. Hier
den Steilhang müssen wir jetzt hoch. Aber wir sind auf jeden Fall safe, egal was an Wasser kommt. Und hier unten um die Kurve rum werden wir angeln. Der Dreck, erkennt ihr hier so ein bisschen, läuft schön außen vorbei. Das ist das Beste und Schnellste, was uns jetzt auf die Kürze eingefallen ist. Wir haben schon frühen Nachmittag, in 3 Stunden ist es dunkel, also jetzt müssen wir Gas geben. Die Jungs bauen oben ihre Zelte auf. Flo baut hier noch eine Treppe in den Hang, dass wir in mein Boot rein können. Dann werden wir hier im Hang ein paar Routenhalter setzen, ein paar bei mir ins Boot stellen und jetzt erstmal die erste Nacht verbringen, das ist auch ganz wichtig. Und erstmal gucken, was der Fluss macht. Ja? Jetzt so die steigende Phase, da draußen kommt gerade ein richtiger Baum runter, den zeige ich euch gleich. Die steigende Phase, jetzt die Anstiegsphase, ist unheimlich schwierig. Erstmal da jetzt den richtigen Platz zu finden, deswegen flexibel bleiben, erstmal aufbauen, probieren, in diesem Anstieg mitzuangeln und dann schauen, was das Wasser macht. Aber die Hecke, die da draußen runterkommt, wenn er da falsch sitzt, da habt ihr auf jeden Fall nachts, wie auch tagsüber, ganz egal wann das Ding ankommt, da ist alles kaputt. Wartet mal ab, ich zeige euch gleich mal das Ding, was da jetzt hier runtertreibt. Unglaublich aber wahr, am späten Nachmittag kommt die Sonne noch mal raus und ihr seht, das Wasser ist kaffeebraun. Ich will euch jetzt mal zeigen, was wir uns für einen Platz überlegt haben. Wir haben unser Boot in einer Innenkurve versteckt. Hier ist richtig viel Holz am Ufer. Durch dieses Holz haben wir eine Strömungsberuhigung hier im Ufer und da wollen wir schön hart über die Äste unsere U-Posen-Montagen. Wir angeln noch mit U-Posen-Montagen jetzt in der Anstiegsphase. Grundnahe Köderpräsentation umlenken, damit wir nicht den ganzen Dreck einsammeln. Guckt mal, was hier im Fluss runterkommt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Ruten, dass ihr eure Schnüre gut versteckt. Und hier genau durch die Äste hier am Ufer wird die Strömung gebrochen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Richtig ufernah in die Kante reinparken, die Köder. Das ist jetzt ganz wichtig. Dort werden auch die Wälse vorbeikommen. Denn dort versteckt sich jetzt auch bei dem schnell steigenden Wasser der Futterfisch. Hier ist mein Köder runtergegangen, genau hier an dem Baum. So, wir haben uns hier eine Treppe in den Lehmhang gebuddelt, damit wir irgendwie hier hoch und runter kommen. Die Ruten sitzen, alle da unten um die Kurve rum gesetzt, weil das ganze Schwemmholz, was jetzt runterkommt, treibt hier straight ahead und geht dann gerade mit dem Fluss weiter. Und durch diesen Baum da unten haben wir so ein bisschen Strömungsschatten und auch so eine Art Schwemmholzsperre. Das ist ganz wichtig jetzt in dieser ansteigenden Phase. Daumen drücken, Ruten sind gespannt, wir auch, auf die erste Nacht jetzt hier im Wasseranstieg. Und dann geht's weiter. Haben jetzt nochmal die Zeit genutzt, unsere Schuhe nochmal ein bisschen zu trocknen.
weil in den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Nasse Füße werden dann an der Tagesordnung sein. Der Regen kommt mit Gewissheit. Sogar 3-4 Tage am Stück ist es gemeldet. Aber wir bleiben standhaft. Camp steht, Ruten auch, Daumen drücken, gucken, was der Mond sagt. Wir sind jetzt in der abnehmenden Vollmondphase. Gestern oder vorgestern war er, glaube ich, voll. Gestern hat er noch ein bisschen durch die Wolken geschimmert. Mal gucken, was heute Nachtphase ist. Eigentlich ist ja Big Fish Zeit. Jetzt nach dem Auslegen wird es Zeit für ein Regenerierungsgetränk. Stay hydrated. Wichtige Mineralien und Elektrolyte sind hier enthalten, um dem Körper das wiederzugeben, was wir bei der Angel-Action hier draußen permanent verlieren und konzentriert in die kommende Angelnacht starten können. Es geht ganz einfach. Ich habe hier eine fette Dose Holy Hydrated am Start. Die reicht mir für die nächsten Tage hier. Shaker mit Piranha. Der passt zur aktuellen Situation. Einfach Shaker öffnen. In eurer XXL-Vorratsdose ist so ein Messbecher dabei. In den Shaker rein. Das Hydration-Pulver mit Wasser aufgießen. Durchshaken. Und ihr habt einen mega leckeren Hydration-Drink. Ohne Zucker, der ganz schnell euer körperliches Wohlbefinden wiederherstellt und wichtige Mineralien und Elektrolyte liefert. Checkt mal unten meinen Code in der Videobeschreibung, da könnt ihr bei Holy richtig sparen. Stay hydrated für alle, die eine actionreiche Zeit hinter sich und vor sich haben. Wird jetzt richtig kalt nochmal nachts und da hinten seht ihr langsam den Vollmond hochkommen. Ist wirklich magisch. Die Ruten stehen, wir haben jetzt kurz vor 8. Bisher ist noch alles ruhig, aber wir haben auch keine Anklingler vom Treibholz, was jetzt hier richtig stark den Fluss runterkommt. Gute Platzwahl. Bis jetzt kann noch alles passieren in so einer ansteigenden Pegelphase. Der Mond kommt hoch. Und wir sind gespannt, ob da heute noch ein Dicker kommt. Tobi und sein Papa Uwe sind noch dazugekommen zu unserer Tour. Tobi wünscht sich sehnlichst einen guten Baller. Die Bedingungen passen jetzt. Mal gucken, ob wir Glück haben und ihm einen dicken Fisch ans Band zaubern können. Ihr seid dabei. Bis später, bis zum Biss. So, der erste Fisch am neuen Platz. Die Brautwaffe. Also wieder krumm die Blade. Wasser ist braun jetzt. Richtig braun.
Tobi ist im Kampf. Genauso festmachen am Tröll. Umso ruhiger, umso gelassener. Ja, genau, und wenn die schwer und gelassen schwimmen, ja, ist größere Fisch, genau. Ganz genau, ja. Ja, der Plan ging perfekt auf, erst einmal auf die Grundnahköder-Präsentation zu setzen, bevor wir Freestyle machen. Steht gut in der Tiefe. Fish for starting. Der Pulli nass. Noch böse drauf, die Jungs. Dann erstmal größter. Schöne Röhre. Eieieiei. Was war dein größter bis jetzt? 1,30 ungefähr. Der ist? Bisschen größer. Bisschen größer, Petri Heil. Petri, Dank. Bam.
Mikro-Posen. Montage in perfekter Seite. Richtig starker Fisch. Weiter geht die wilde Fahrt. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Finny und ich, wir chillen noch ein bisschen. Man glaubt es kaum, es ist sogar die Sonne rausgekommen. Und ich genieße gerade ein schnelles, leckeres Frühstück. Die Fruities sind wieder angekommen und jetzt auch permanent im Online-Shop verfügbar. Checkt mal den Link, nutzt meinen Code und spart da richtig. Finny schmeckt es auch, die bekommt es aber nicht, gell? Ja. Die Flutwelle ist hier bei uns angekommen. Die 2 Meter sind da. Heute Nacht, kurz nach Mitternacht, kam für Tobi der starke Fisch, sein erster großer jetzt gewesen. War ein spannender Drill hier draußen in dem ganzen Schwemmholz. Ja, und seitdem ist Ruhe eingekehrt. Aber ich bin nur ganz froh, dass überhaupt der Fisch kam. Denn oftmals in dieser schnellen ansteigenden Phase ist es gar nicht so einfach, Fisch abzuholen. Man weiß gar nicht, was das Wasser macht, wie hoch das Wasser geht, wo der Dreck lang zieht. Ja. Aber gestern mit dieser Platzwahl, mit dem harten Umlenken über die Bäume, die Schnur zu verstecken, dass das Treibholz, was jetzt zahlreich im Fluss runterkommt, draußen vorbei drücken kann, dass wir das Boot hier hinter die Ecke gesetzt haben, dass uns auf der einen Seite die Fische nicht merken und die Strömung dann auch nach der Ecke sich etwas bricht. Ja. Alles richtig gemacht und jetzt heißt es halt mit diesem hohen Wasser weiterhin erfolgreich mitzuangeln. Wir werden nachher mal losfahren, uns ein paar neue Spots anschauen, gucken, ob sich was Neues rauskristallisiert, was eventuell interessant sein könnte. Denn es wird definitiv noch mehr Wasser dazukommen. Oben in Bergen, ich habe jetzt die ganze Zeit einen Wetterbericht gecheckt, regnet es richtig die ganze Zeit. Wir haben heute wahrscheinlich den einzigen regenfreien Tag. In den nächsten Tagen wird es nochmal richtig runter machen. In der neuen Woche droht im Mittelmeerraum regional Extremwetter. Es ziehen nämlich starke Tiefs hier über das Wasser. Aber das Tief hier im zentralen Mittelmeerraum, gerade hier bei Italien, das wird weitere Kraft aufnehmen. Und in Sachen Niederschlag ist die Situation vor allem in Norditalien problematisch. Speziell hier in den Alpen und im Apennin. Hier drohen Regenmengen von 100 bis regional 400 Liter auf jeden Quadratmeter. Und dementsprechend Erdrutsche und Überflutungen. Bin mal gespannt. Es kann sein, dass da noch richtig was oben drauf kommt. Deswegen wachsam bleiben und auch weiterhin nach aussichtsreichen, sich jetzt plötzlich neu entwickelnden Angelplätzen Ausschau zu halten. Ja? Sich neu entwickelnden Angelplätzen zu suchen und diese dann schnell anzutesten. Sack und Pack zusammengerafft in einer schnellen Hauruck-Aktion und jetzt Plan B machen. Ja, gestern haben wir uns jetzt hier noch den Hang hochgekämpft. Hier seht ihr nochmal ausführlich das Ufer, wo wir unsere Montagen jetzt in der schnellen Anstiegsphase dreckfrei, sauber vor dem Schwemmholz verstecken konnten. Aber jetzt kriegen wir richtig Sturm, richtig Regen, richtige Unwetterwarnung online drin. Und da wird man oben auf dem Hang. Das wird nicht funktionieren, wird da alles wegfliegen. Wir brauchen jetzt irgendwas mit Schutz und auch irgendwas, wo wir die nächste Welle abreiten können. Denn die wird kommen und da wird, glaube ich, richtig Wasser kommen. Abfahrt. Schaut mal, ich weiß nicht, ob es euch eben schon aufgefallen ist. Wassertemperatur ist jetzt schon 1 Grad in den Keller gegangen. Normalerweise steigt sie täglich im Frühjahr. Doch dieses Mal ist alles anders. Ich glaube, die wird noch einiges mehr abkrachen. Aber jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir irgendwo einen Platz finden, wo wir einigermaßen sturmsicher sind, wo wir einigermaßen hochwassersicher sind. Aber das Wichtigste ist, dass wir gute Angelbedingungen haben.
Und das jetzt alles irgendwie zu verbinden, aber jetzt erstmal ankommen. Die Jungs hinten haben alles nicht so sicher verpackt wie ich hier vor einem Bootszelt. Da müssen wir schauen, dass wir die Klamotten, bevor es jetzt richtig losgeht, trocken irgendwo am Ufer haben. Alter Vater. Alter Falter. Ununterbrochen ballert hier der Regen auf uns herunter. Wir haben neues, erstmal hochwassersicheres Plätzchen bezogen. Da oben stehen die Zelte, hier unten liegen die Boote. Und innerhalb von wenigen Stunden sind alle Boote voll, fast bis Oberkante mit Wasser. Heute Abend kommt noch Sturm dazu. Wir haben eben schon mal beim Regen die ersten Montagen rausgeballert, um die Regenpausen dann nutzen zu können, weil da kommt dann meistens die Bisse. Wir fahren jetzt gleich nochmal durch, zeigen euch ein bisschen, was wir gemacht haben. Ja. Bin echt gespannt, wie das hier weitergeht. Ich glaube, da kommt noch eine richtige Welle auf uns zu. So, da brauchst du einen Staubsauger, um das Wasser rauszukriegen. Das Zeug sieht aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Alter. Halbe Schlauchboot voll. Das ist eine schöne Treppe mit Notseil in den Steilhang gebuddelt, damit wir auf jeden Fall hier hochkommen, wieder runter. Der ganze Lehmboden wird jetzt halt leider zu Schlamm und zu einer richtigen Rutschpartie. Ich grüße euch hier mitten aus dem Dschungel. Alter Falter, war das eine Abfahrt. Aber wir haben ein gemütliches Plätzchen gefunden. Auf jeden Fall denke ich, dass wir hier sturmsicher sind. Ich mache mir nur ein paar Gedanken über die ganzen Bäume über uns. Wir haben uns extra jetzt hier so ein bisschen gesetzt oder versucht, zwischen relativ noch grüne Bäume die Zelte aufzubauen. Hier ist unser Lager. Ein paar Jungs schlafen oben und hier unten. Und hier unten stehen die Boote. Die Ruten sitzen. Wir gehen jetzt noch mal raus aufs Wasser, zeige ich euch genau, was wir gemacht haben. Vorhin konnte ich euch beim Auslegen leider nicht mitnehmen. Hat in Strömen geregnet, klatschnass sind wir geworden. Aber jetzt ist später Nachmittag, neuer Platz ist bezogen. Wir haben mein Boot hier unten links reingebaut, das andere hier unten rechts, das Schlauchboot in der Mitte zum Hin- und Hersteigen. Daumen drücken, dass da was angeht. Und in wenigen Stunden, laut Wetterberichtswarnung, sollen wir noch richtig Wind bekommen und noch mehr Regen. Ah ja, Wahnsinn. Neuer Platz, neues Glück, im strömenden Regen alles aufgebaut. Wir setzen jetzt auf ein bisschen stärkere U-Posen, ganz ufernah präsentiert. Und die anderen Routen werden wir Freestyle direkt hinter den Bäumen anbieten. Neben zwei U-Posen-Montagen haben wir direkt wieder die Bäume, die sogenannten Dreckfänger, die das Schwemmholz ein bisschen aufhalten, Freestyle-Montagen gesetzt. Also ihr seht genau hier drüben, schaut mal,
ganz dicht an die Baumkanten ran. Top-Water-Montagen. 30 bis 40 Gramm Frontzone-Blei. Ja, Daumen drücken. Wird spannend. Nächster Baum runtergekommen. Alter Vater, was hier abgeht heute Nacht. Es regnet ununterbrochen. Sturm ohne Ende. Ihr hört so da oben rauschen. Echt verrückt. Das ganze Boot ist voller Wasser. Wellen auf dem Teich. Ausrüstung sieht aus wie Hölle. Unglaublich, unglaublich in der Sturm. Es rauscht hier durch die Wälder. Also echt, so ein Unwetter habe ich selten erlebt. Einen wunderschönen guten Abend, besser gesagt. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme, ruhige Nacht. Bei uns hier ist kompletter Weltuntergang. Das Boot liegt richtig in Wellen. Es regnet ununterbrochen seit gefühlten 10 Stunden. Beim Auslegen ging es dann los. Alles ist nass. Der Großteil der Ausrüstung ist jetzt durch. Und das Schlimmste ist der Sturm. Das Schlimmste ist der Sturm. Hinter uns krachen Bäume um. Wir haben so gut wie kaum geschlafen bisher. Wie das losging, die Zelte verlassen und nach oben erstmal geschaut, so gut man das abschätzen kann, ob da irgendwo morsche Äste sind oder irgendwo gefährliche Bäume stehen. Ein Baum hier genau. Neben uns ist runtergekommen, richtig starker Ast und hat eine Rute von mir erwischt. Ist jetzt eingeklemmt, also die Schnur zur Montage. Das müssen wir morgen früh irgendwie jetzt erstmal befreien. Konnten wir heute Nacht jetzt gar nichts dran ändern. Ja, und bisher ist es auch ruhig geblieben draußen bei den Ruten. Aber kein Wunder, bei so einem Sauwetter. Das geht ab da draußen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wahrscheinlich jetzt der Sturm vom richtigen Sturm, vom richtigen Wasseransturm. Alter Vater, alter Falter. Brauchst du jetzt keine Jacke? Regnet nicht. Komm! Im Morgengrauen jetzt. Das Wasser ist gut angekommen. Zeige ich euch gleich mal. Warte, ich stumpf das Schlauchboot rüber. Abgehängt gleich von. Ja, hab ich hier. Jetzt voll mit Holzstutz. Hinsetzen und kurbeln. Schön unter Druck halten. Zu fahren jetzt. Seht ihr, wie braun der Fluss jetzt ist? Richtig Milchkaffeebraun. Über Nacht ist der erste 1,50 Meter bei uns angekommen. Ganze Nacht ganz ruhig. Und jetzt im Morgengrauen kam nochmal der Einschlag auf die Top-Water-Route, die ich euch gestern Nachmittag noch im Regen präsentiert habe. Dann ist dann drüber gehen, die Schnur, den Ast, genau.
Und da hinten dran ist ein fester Umlenker, da müssen wir sie auslenken, aushebeln. Auf der Stelle ist ein scheiß Baum rein. Kurbeln, 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 kurbeln. Kurbeln, 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 Ruhe oben lassen, kurbeln. Und jetzt gucken wir die schnell. Okay, kurbeln, 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 kurbeln. Jetzt mit dem Umlenker ran. Macht gut auf den Fisch. Ausleger komplett abgesoffen. Druck, 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 Druck. Von hinten das Scheißholz reinkommt. Wieder kommt er, warte. Ich fahr weghalten vom Boot, weghalten vom Boot. Genau. Ich guck's den Ausleger weg. Warte, ich fahr rückwärts, weg. Achtung! Nee, hoch die Rute, hoch! Ich muss an die Schnur ran, an die gelbe. Jetzt ist zu spät. Hier raus, muss da rankommen. Muss hier rankommen, okay. Okay, außer rumdrille, außer rumdrille, außer rumdrille. Na, voll ist Wasser. Geht. Und hoch, und hoch, und hoch. Jetzt kannst du mal kurbeln. Erstmal hoch, hoch, hoch die Rute. Zieh die Rute hoch. Genau. Nicht mehr kurbeln. Einfach oben lassen. Oben lassen die Rute, genau. Mit der Rute ist auch da. Dann brauchst du mal kurbeln. Und hoch die Rute. Komm hoch. Ich sehe, dass der Fisch druckt wird. Sauber. Ja, das kleine Frontzone-Blei bringt den nächsten Fisch ans Band. Petri, heil, junger Mann. Vielen Dank. Alter Falter, was eine Plauze. Unglaublich, unglaublich. So, jetzt guckt mal, komplett weggezogen, den Köder, komplett weggezogen. Wahnsinn. Jetzt beginnt das große Fressen. Schaut euch mal diese Wanne an. Schöner Einstand. Petri, heil. Petri, Dank. In das, was da jetzt noch auf uns zukommt, da wird einiges auf uns zukommen. Das erste Anfang von der Welle, schaut mal da raus. Yeah. Okay, dann schieben zurück ins Meer, hebt es mir rüber. Schön rüber mitgehen, dass er nicht reinfällt ins Boot. Genau. Bam, 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 bam. Und da sitzt die Wanne rein. So, und jetzt siehst du auch aus wie ein Welsangler. Petri, heil. Vielen Dank. Und Abfahrt. Heute Nacht sind uns ein paar schöne Bäume hier direkt am Ufer im Sturm umgebrochen. Jetzt im Morgengrauen wollen wir euch mal zeigen, was da passiert ist. Es hat auch eine Rute erwischt. Zum Glück nur die Schnur, aber was hier runterkam. Also hatten wir wirklich Glück. Hatten wir wirklich Glück. Hier hängt sie drin. Das ganze Zeug kam runter heute Nacht. Boot hat es gut gemeistert. Aber eine Rute haben wir, eine Schnur haben wir eingefangen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr habt es im Zelt ein bisschen mitgekriegt. War schon eine abenteuerliche Nacht. Nicht viel Schlaf, aber diesmal nicht vom Fisch, sondern von den Bäumen, die hier zusammengeprasselt sind. So. Guckt euch das mal an, hier, was hier runtergekommen ist. Bam, hat's gemacht. Doriano, hä? Hast du gut geschlafen heute Nacht? Nee. Nee, sag ich doch. Ja, aber das ist Welsangeln. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein und warmes, ruhiges Wetter mit Riesenfischen. Manchmal kriegt man auch richtig auf den Popo bis zum Biss. Wie es da oben aussieht, guckt euch das mal an. Wahnsinn. Da muss man echt immer aufpassen bei solchen Situationen. Aber es gehört dazu, leider.
Oben am Platz herrscht geschäftiges Treiben. Wir treten die Flucht an und konnten ja noch mit dem dicken heute im Morgengrauen, sah aus, als ob ein Fußball verschluckt hätte, der Waller jetzt hier für den Platz einen versöhnlichen Abschluss finden. Das Wasser ist circa über Nacht 1,50 Meter gekommen. Könnt ihr ja vorne ein bisschen erkennen, ne? Jetzt können wir fast schon pari ins Boot einsteigen, alles beladen. Und es werden noch 2, vielleicht sogar 3 Meter obendrauf kommen. Weiter oben regnet es weiterhin stark weiter. Wir haben jetzt eine Regenpause, die nutzen wir. Und ich bin echt gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Vielleicht war das der Vorbote von einer wahren Fressorgie hier im Fluss. Wie es weitergeht, was uns hier am Fluss in dieser Hochwasserperiode widerfährt, jetzt im Frühjahr, seht ihr im nächsten Video. Bleibt dran, alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.